Hallo und herzlich willkommen zu Systempilot Insights. Hier erfährst du, wie es Handels- und Produktionsunternehmen schaffen, erfolgreich und schnell Supply Chain Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Und heute geht es um die Frage Group versus Buy versus Make oder Build. Freut mich, Michael, dass wir heute über dieses spannende Thema sprechen können. Freue mich auch ganz besonders, weil das ist ein wirklich wichtiges Thema. Sehr gut, gleich geht's los. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Group versus Buy versus Make. Und ich würde sagen, Michael, lass uns doch gleich losstarten und über dieses sehr wichtige Thema sprechen. Gerne. Lass uns zu Beginn vielleicht mal erörtern, was heißt denn überhaupt Group, was heißt Buy, was heißt Make, wo liegen da die Unterschiede? Kannst du da mal kurz drauf eingehen? Ja, auf jeden Fall. Also Group versus Buy versus Make bedeutet, also wir bewegen uns hier in einem gewissen Rahmen, also Buy versus Make, das betrifft prinzipiell jedes Unternehmen. Group versus Buy versus Make, da sind wir eher in einem Konzernumfeld, das heißt, da gibt es eine Konzernmutter und es gibt Tochtergesellschaften. Deswegen gibt es eine Group-Lösung, also eine Gruppe, von der Gruppe ausgehend. Das heißt, wir haben das oft eben bei internationalen Unternehmen, das heißt, es gibt hier irgendeine Lösung, irgendeine Softwarelösung von der ganzen Gruppe und die kann dann auf die einzelnen Länder, also die einzelnen Tochtergesellschaften ausgerollt werden oder eben auch nicht. Buy bedeutet, ich hole mir vom Markt eine Standardsoftware, um ein gewisses Problem zu lösen. Und Make bedeutet, eben Make Englisch, machen, ich mache mir die Lösung selbst, also ich programmiere das Ganze selbst. Genau, das ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen diesen drei Möglichkeiten und das sind die drei prinzipiellen Möglichkeiten, wie ich Softwareprojekte ganz einfach machen kann. Ich kann es entweder selbst machen, selbst entwickeln, also Make, ich kann mir eine Standardsoftware vom Markt kaufen, also Buy, oder falls ich eine Konzernstruktur habe, dann habe ich unter Umständen hoffentlich eine Gruppenlösung bereits im Einsatz, die ich für eine gewisse Tochtergesellschaft auch übernehmen kann, also einen Rollout machen kann. Es wäre dann die Gruppenlösung, also Group. Sehr spannend. Das heißt, Make bzw. Buy ist etwas, das bei allen Unternehmen entsprechend zu Trage kommt, also entsprechend beim Mittelstand beispielsweise und bei Großunternehmen, und Group ist dann nochmal eine Stufe weiter, wenn man verschiedene Standorte hat. Okay, sehr interessant. Und was würdest du sagen, gibt es da vielleicht so eine gewisse Reihenfolge, in der das passieren sollte, ob das jetzt Group oder Buy oder ob das jetzt Make ist, was würdest du sagen? Gibt es ganz klar aus meiner Sicht. Also ich habe das schon oft bei Kunden gesehen, dass es nicht ganz so klar ist, aber aus meiner Sicht gibt es eine ganz klare Linie. Das Wichtigste ist, wenn es eine Gruppenlösung gibt, die was taugt, das muss man natürlich dazu sagen, sollte man in erster Linie die Gruppenlösung nehmen. Was taugen bedeutet, dass sie erstens einmal State of the Art ist, im Idealfall eben auch eine Buy-Lösung ist und keine eigene Entwicklung, weil eine Gruppenlösung könnte auch selbst programmiert sein. Und das heißt, sie ist auch State of the Art, sie unterstützt die entsprechenden Prozesse, die in dem Kontext nötig sind, gut, sie ist auch flexibel und so weiter und sie ist auch kostengünstig. Dann macht prinzipiell immer eine Gruppenlösung Sinn. So, als nächstes kommt die Buy-Lösung. Das heißt, wenn es am Markt draußen eine Standardsoftware gibt, die prinzipiell die Anforderungen, die im Unternehmen einfach herrschen, abdecken kann, dann sollte man eine Standardsoftware nehmen. Das sieht man immer wieder, da gibt es die unterschiedlichsten Analysen und Studien dazu. Der Anteil der Standardsoftware, also der Buy-Lösungen, in diesem Kontext steigt kontinuierlich an. Es gibt genügend Branchen, wo wir schon bei 80% sind oder noch höher, und vor allem bei jungen Unternehmen wird der Buy-Anteil sowieso noch höher sein, weil die fangen das ganze Thema erst gar nicht an, dass sie selber irgendwelche Sachen schnitzen, ja, für die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche. Es gibt viele Unternehmen, die schon länger am Markt sind, die haben hier in der Vergangenheit sehr viel selbst programmiert, vielleicht weil es damals auch noch gar keine Standard-Software-Lösungen für gewisse Bereiche gegeben hat, und die betreiben das weiter. Also kenne ich auch aus diversen Kundenprojekten, wo das eigentlich komplett verkehrt herum ist. Das heißt, die haben 80% Make, also selbst programmiert, und nur 20% Buy-Lösungen. Und das entspricht aber gar nicht einmal mehr in der Branche
dem Standard. Das ist eigentlich schon genau umgekehrt. Und Make heißt ganz einfach, dass man das selber schnitzt und das sollte eigentlich immer die letzte Alternative sein, falls Group und falls Buy keinen Sinn macht. Es ist super spannend, dass man da hier so große Unterschiede auch hat von Unternehmen zu Unternehmen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, bei den kleineren Unternehmen ist es eher so, dass man mehr auf Standardsoftware setzt, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, weil man nicht alles neu programmieren kann. Und je größer das Unternehmen ist, je länger es am Markt ist, kann es halt durchaus passieren, dass man dann eher versucht, alles selbst zu programmieren, weil man auch vielleicht glaubt, dass man so spezielle Abläufe hat, die man gar nicht standardisieren kann. Oder weil es halt über die Jahre, wie man so schön sagt, historisch gewachsen ist. Genau so ist es. Und es ist halt oft ein Irrglaube. Fast jedes Unternehmen glaubt prinzipiell, dass die eigenen Abläufe ganz speziell sind. Aber im Endeffekt ist das oft gar nicht der Fall. Und es gibt eben mehrere Faktoren, warum es so einen hohen Make-Anteil ganz einfach gibt in Unternehmen. Also einerseits, wir haben es eh schon kurz besprochen, aus der Historie heraus, damals gab es noch keine Standardsoftware, deswegen selbst entwickelt. Und aus der anderen Perspektive gibt es natürlich auch den Ansatz, dass es ein kulturelles Thema im Unternehmen ist, weil ganz einfach ein großes Programmiererteam hier damals aufgebaut wurde, das ständig weitergewachsen ist. Und natürlich gibt es ja dann auch Tendenzen immer wieder, dass man schaut, dass man diese Programmierer ganz einfach weiter beschäftigen will. Ja. Und da gibt es aus dieser Ecke heraus natürlich auch immer dann die Motivation, nein, nein, wir machen wieder Make. Obwohl es eigentlich, wenn man es mit ein bisschen Abstand von außerhalb betrachten würde, gar keinen Sinn macht. Ja, super spannend, weil es ist ja auch so, dass ein gutes Programmierteam möchte man sich ja behalten, das möchte man auf keinen Fall auflösen, nur wenn man jetzt mehr Standardsoftware hat. Insofern ist das sicher auch ein gewisses Dilemma, dass man sagt, man möchte die Leute halten. Und dementsprechend werden dann Entscheidungen eher aus dieser Ecke getroffen, dass man diese Leute halten kann und entsprechend beschäftigen kann. Auf der anderen Seite ist es eigentlich aus Unternehmenssicht oft nicht die beste Lösung, die es gibt. Genau, und es ist auch total überdimensioniert oft. Sicher, gute Leute sollte man sich generell immer behalten, aber wenn ich ein Riesenteam habe an Programmierern, noch dazu, das habe ich in Kundenprojekten halt auch schon gesehen, die auf einem Software-Stack agieren, der einfach schon komplett outdated ist, also der schon in die Jahre gekommen ist, teilweise gar nicht mehr supported werden wird demnächst, dann bin ich hier in einer Sackgasse ganz einfach unterwegs. Und da macht es keinen Sinn, weiter vorwärts zu gehen in einer Sackgasse. Irgendwann muss ich sagen, halt, ich muss mich jetzt einmal neu orientieren und ja. ich muss mich irgendwann wieder umdrehen und aus der Sackgasse rausgehen. Das bringt nichts. Einfach weiterzugehen in diese Sackgasse. Irgendwann ist das Ende erreicht von der Sackgasse. Ja. Definitiv. Aber da kommen wir wieder zum Thema Change Management, was ja gefühlt das größte Thema immer ist, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht. Mhm. Jetzt würde es mich interessieren, wie trifft man so eine Entscheidung, ob man jetzt Group, Buy oder Make macht? Was ist da so der Prozess? Wie kommt man da zu einer guten Entscheidung? Okay, eine sehr gute Frage. Der erste Schritt ist natürlich immer, sind wir jetzt in einem Konzernumfeld, das heißt, gibt es überhaupt eine Gruppenlösung, die zur Debatte stehen könnte? Also eben für KMUs, kleine Unternehmen sowieso nicht, Mittelständler, wenn es jetzt nicht eine Konzernstruktur gibt, dann gibt es einfach keine Gruppenlösung. Insofern würde der Schritt dann wegfallen, aber spielen wir jetzt einmal den kompletten Ablauf praktisch durch. Das heißt, wir gehen jetzt von einem Konzernsetup aus, wo es auch eine Gruppenlösung gibt. Dann sollte ich mir immer zuerst die Gruppenlösung anschauen. Die muss ich aber nach gewissen Kriterien ganz einfach dann betrachten. Also, hält die einem Fremdvergleich stand? Wir haben das in vielen Bereichen immer, diesen sogenannten Fremdvergleich, genauso wie für ein Geschäftsführergehalt, gilt das auch für die Gruppenlösung. Das heißt, kann die Lösung, die ich in der kompletten Gruppe eigentlich habe oder in der Konzernmutter sozusagen, ist die so gut wie eine Standardlösung vom Markt draußen? Wir haben es schon gehört, die Gruppenlösung kann selbst eine Standardsoftware sein, die halt schon auf die unternehmensspezifischen Prozesse, zumindest in der Konzernmutter, in den meisten Fällen schon einmal zugeschnitten worden ist, kann aber auch eine Eigenentwicklung sein, also ein Make. Und wenn es ein Make ist, ist es aus meiner Sicht schon einmal nicht wirklich brauchbar. Außer, und da gibt es zwei Kriterien, die gelten genauso gut wie
wenn ich nur Make mache, ohne dass ich auf die Gruppenlösung zurückgreife, ich muss hier mit einem Make-Ansatz wirklich deutlich kostengünstiger sein als für eine Buy-Software. Nur dann macht das Sinn. Und ich muss auch einen gewissen USP dadurch erreichen, den ich durch eine Standardsoftware einfach nicht erreichen könnte. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, macht überhaupt eine Make-Lösung oder auch eine Gruppenlösung, die Make ist, also die selbst entwickelt worden ist, Sinn. Das heißt, da muss ich diese Gruppenlösung wirklich schon einmal bewähren und beweisen. Das muss man kritisch hinterfragen. Außerdem kann man sich auch immer anschauen, macht diese Gruppenlösung überhaupt für die Tochtergesellschaften Sinn? Wie spezifisch sind die Prozesse in den Tochtergesellschaften? Jetzt kann man natürlich immer sagen, naja, wir wollen die Prozesse sowieso harmonisieren. Stimmt, aber vielleicht gibt es da auch entsprechend gesetzliche Vorgaben für einzelne Tochter, also für einzelne Tochtergesellschaften in gewissen Ländern, wo es einfach anders gehen muss. Und da muss man schauen, kann die Gruppenlösung das überhaupt unterstützen oder nicht. Ja? Also das wäre jetzt einmal Gruppenlösung, dann prinzipiell Buy Software is the way to go. Das heißt, in den meisten Fällen natürlich, es gibt einfach Standardsoftware am Markt draußen, es gibt Unternehmen, die haben sich auf einen gewissen Bereich spezialisiert. ERP-Bereich, Bestandsoptimierung, CRM-Systeme und so weiter und so fort. Die sind wirklich exzellent in diesem Bereich. Die machen nichts anderes, als hier State-of-the-Art Software zu entwickeln in diesem Bereich. Und dadurch, dass die nicht nur für sich selbst, also Make, das gemacht haben, sondern das für viele Kunden anbieten, haben die natürlich von der Kostenstruktur sind die viel besser aufgestellt, weil es teilen sich die Kosten für die Softwareentwicklung von dieser Standardlösung teilen sich auf viele tausende Kunden auf. Dadurch kann ich eine ganz andere Funktionalität einfach anbieten. Und für die Kunden wird es auch noch günstiger, weil ich nur einen Bruchteil von diesen Entwicklungskosten als Kunde praktisch bezahlen muss. Das heißt, die Buy-Lösung ist prinzipiell aus meiner Sicht immer der Standard, mit dem ich starte. Da muss ich in die eine Richtung schauen, gibt es von der Gruppe her eine Lösung, die besser ist? Nur dann macht die Gruppe Sinn. Und falls das nicht der Fall ist, dann gehe ich in die andere Richtung und schaue. Also Standardlösung ein bisschen schwierig, vor allem für unsere speziellen Anforderungen. Gruppe, gibt es nichts Brauchbares? Dann schaue ich erst auf die andere Seite und schaue, okay, Make. Da muss ich aber auch entsprechend mir ein Business Case dann anschauen. Kann ich das selbst wirklich kostengünstiger machen? Bin ich dadurch wirklich flexibler? Ist das wirklich zukunftstauglich? Bin ich da dann State of the Art oder ist das Ganze technologisch in spätestens 5 Jahren schon wieder komplett eingestaubt und ich muss dann schon wieder das Ganze von vorne beginnen? Ja, super spannend. Das ist sicher etwas, was man jetzt auch schwer pauschal beantworten kann, was jetzt besser ist oder nicht. Was mir gerade einfällt als Beispiel ist, angenommen man hat ein ERP-System, da würde man ja grundsätzlich mal wahrscheinlich eher sagen, macht eine Gruppenlösung Sinn, aber was ist, wenn ich jetzt einen Großkonzern habe mit tausenden Mitarbeitern und die haben zum Beispiel SAP S/4HANA im Einsatz und dann habe ich jetzt eine Tochterfirma mit 30 Mitarbeitern, dann wird es wahrscheinlich wenig Sinn machen, da jetzt da zum Beispiel S/4HANA für eine 30-Personen-Firma dann zusätzlich noch einzuführen, oder? Jein. Okay. Also da spielen verschiedene Faktoren rein. Also natürlich einen individuellen Rollout zu machen in diese Tochtergesellschaft, die kann vielleicht ein bisschen kritisch sein, weil die Kosten einfach enorm hoch sind. Aber ich kenne jetzt einige Konzerne, die auch für vielleicht nicht 30, aber für 60 Mitarbeiter für die Tochtergesellschaft in Österreich zum Beispiel sehr wohl SAP auch im Einsatz haben. Aber die haben dafür einfach die Prozesse aus Deutschland zum Beispiel, aus der Konzernmutter einfach aufs Auge gedruckt bekommen, wie man so schön sagt bei uns. Das heißt, das ist einfach so. Da hat es nicht wirklich ein Projekt gegeben, die haben einfach gesagt, sind hergegangen und gesagt, okay, wir kopieren Deutschland und das bekommt sie jetzt. Und das Einzige, was wir noch ändern ist, ja, wir müssen da im Accounting ein bisschen was machen, weil wir haben einen anderen Kontenplan in Österreich vielleicht oder irgendwelche rechtlichen Anforderungen, die müssen wir abdecken, aber alle anderen Prozesse, na, das wird 1:1 kopiert. Das heißt, das gibt es natürlich auch, dass man dann einfach ein bisschen drüber fährt. Ist auch eine Art der Prozessharmonisierung, aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wieder. Aber worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, ist natürlich,
es kann aus Kostengründen sehr wohl Sinn machen, dass ich sage, na, ich mache jetzt ein S4 HANA mache ich nicht in der Tochtergesellschaft, ich nehme dann vielleicht eine kleinere Lösung, dann ich nehme vielleicht eine SAP Business One zum Beispiel für die Tochtergesellschaft, für eine Handvoll Mitarbeiter zum Beispiel. Ja, genau, das war die Überlegung, weshalb ich das als Beispiel gebracht habe, weil es, ich glaube halt generell bei solchen Sachen, da muss man wirklich sich in den konkreten Case einarbeiten, sich wirklich anschauen, was macht am meisten Sinn. Mhm. Wenn man jetzt sich das denkt, was du jetzt gerade gesagt hast, würde wahrscheinlich generell Gruppenlösungen mal prinzipiell Sinn machen, aber wenn es für das einzelne Unternehmen dann nicht passt oder wenn, was weiß ich, der Konzern ist ein Retail-Unternehmen und das Subunternehmen ist dann zum Beispiel eine Forschungsabteilung oder sonst was, da muss man halt immer auch hinterfragen, was da jetzt für die Tochtergesellschaft entsprechend am meisten Sinn macht. Mhm. Hast du vielleicht das ganz schnell noch zum Abschluss, hast du vielleicht irgendein Beispiel, wo Make Sinn machen würde, weil das, was du gesagt hast, klingt ja eher so, als ob das etwas ist, was man vermeiden sollte. Fällt dir irgendwas spontan ein, wo eine Make-Entscheidung wirklich Sinn machen könnte für ein Unternehmen? Also das ist meiner Meinung nach sehr individuell. Also ein konkretes Beispiel kann ich nicht nennen, das muss sich jedes Unternehmen immer selbst anschauen. Aber generell gesagt kann es etwas sein, wo ganz einfach es entweder keine Standardlösung gibt, keine Standardsoftware, die das abdeckt, oder diese Standardsoftware einfach viel zu teuer ist und wir im Unternehmen da nur 10% von dieser Lösung verwenden würden, aber 100% bezahlen müssten, dann kann es Sinn machen, da entsprechend selbst auch was zu entwickeln. Ich weiß nicht, vielleicht zielt deine Frage auch auf irgendwas ab und du hast noch was im Petto. Ja, ich denke mal halt, es gibt ja Unternehmen, die müssen, was weiß ich, ganz, ganz viele verschiedene Daten von Dutzenden oder Hunderten Informationsquellen irgendwie zusammenfassen und mit Machine Learning und KI dann vielleicht das Ganze auswerten, um da bessere Daten zu bekommen. Da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten, also dass man zum Beispiel sagen muss, Wetterdaten und was weiß ich was alles reinfließen lassen und das ist halt schwer, üblicherweise in einer Standardlösung abzubilden. In diese Richtung. Also eigene Modelle halt, wobei man dann natürlich auch schauen muss, verwende ich als KI-Stack nicht dann eh wieder eine Artificial Intelligence Standardlösung, wo ich dann nur meine Modelle selber drauf bastel. Aber aus meiner Sicht eben Make macht dann Sinn, wenn ich ganz was Spezielles in dem Sinne jetzt programmieren muss, ja? Wo es einfach nichts am Markt gibt, nichts Passendes. Ja? Gut, alles klar. Das war, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Das heißt, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass man sich grundsätzlich einmal intern orientieren sollte. Gibt es eine gute Gruppenlösung, die passen würde für das individuelle Unternehmen? Ansonsten gibt es eine Standardsoftware, die man sich kaufen könnte, die zumindest den Großteil abbildet von dem, was man benötigt und dann den Rest kann man sich vielleicht an diese Software anpassen. Statt jetzt, wie du gesagt hast, dass man eher vermeiden sollte, dass man eine Software selbst programmiert, was ja wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Unternehmen vielleicht noch ein bisschen oldschool unterwegs sind und sich denken, naja, wir sind so speziell und das, was wir machen, das kann es ja gar nicht am Markt geben und dann vielleicht gar nicht so genau recherchieren. Deswegen ist das eigentlich eher in der Reihenfolge etwas, was man ganz zum Schluss machen sollte, wenn wirklich alle anderen Ansätze scheitern. Kann man das so sagen? Ja, genau so ist es. Was natürlich in dem ganzen Kontext noch essentiell ist, ist das Thema Vendor Selection Prozess, auf das werden wir jetzt heute nicht eingehen, aber ich glaube, vor allem in dem Bereich können wir zu einem anderen Tag dann noch einmal darauf eingehen, weil das natürlich in diesem kompletten Konstrukt natürlich essentiell ist, dass man dann auch den richtigen Anbieter findet. Und da können wir natürlich ja dann auch unterstützen. Ja. Sehr gut. Ja, super. Tolles Schlusswort. Ich glaube, Vendor Selection Prozess können wir gerne ein anderes Mal drüber sprechen, aber heute ging es ja um das Thema Group versus Buy versus Make. Freut mich sehr, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und wenn du jetzt in deinem Unternehmen vor der Entscheidung stehst, Group oder Buy oder Make und das vielleicht für verschiedene Programme bzw. verschiedene Systeme in eurem Unternehmen und jetzt wissen möchtest, was ist da die beste Entscheidung, was kann hier den größten Mehrwert für euch bringen und wie kannst du hier zu einer guten Entscheidung kommen, dann melde dich gerne bei uns unter spilot.net/insights für ein kostenloses Erstgespräch. Da können wir uns dann unterhalten, wie wir euch dabei unterstützen können, hier bessere Softwareentscheidungen zu treffen und hier für euch die bestmögliche Situation zu schaffen. In diesem Sinne freut mich, dass du dabei warst. Freut mich auch, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.